Eine Hash-Tabelle ist im Grunde einfach nur ein Array. Jede Komponente des Arrays speichert genau ein Key-Value-Paar. Die Größe des Arrays, bezeichnet mit nmax, ist die Oberschranke für die Anzahl der zu speichernden Paare. Die Anzahl der momentan gespeicherten Paare heißt im Folgenden Groß N. Groß N ist natürlich gleich 0 bei Einrichtung der Hash-Tabelle. In unserem Beispiel nehmen wir Strings als Keys. Einen String der Länge L bezeichnen wir mit x1 bis xl. Die Hash-Funktion Groß F ist hier ganz allgemein formuliert. Sie bildet generell jeden String auf einen Index des Arrays ab, also auf die Zahlen 0 bis n max minus 1, in diesem konkreten Beispiel auf die Zahlen 0 bis 12. Das dritte Argument K ist ganz allgemein der Key, hier konkret also der jeweilige String. Das zweite Argument ist die Größe des Arrays, hier wäre dann also n max einzusetzen, also ganz konkret 13. Zum ersten Argument, der 1, kommen wir später. Die Funktion f bezieht alle Zeichen des Strings in typischer Weise hier ein, indem jedes Zeichen mit einem Wert multipliziert wird und alle diese Werte aufaddiert werden. Das ergibt eine ziemlich große, nicht negative ganze Zahl. Damit ein Array-Index herauskommt, wird die Summe am Ende noch modulo Array-Länge genommen. Und das erste Paar wird eingespeichert. Key ist das englische Wort Apple, klein geschrieben. Value ist die deutsche Übersetzung. Das erste Argument der Funktion Groß F schreiben wir auch als Index von Groß F. Mit zweitem Argument 13 ergibt sich für Apple der Index 8, dort wird das Paar gespeichert. Key Orange ergibt Index 7. Key Pear ergibt wieder Index 8, aber dort ist schon Apple gespeichert. Wir können Key Pear mit Übersetzung Birne, also nicht an der berechneten Position 8 speichern. Es gibt verschiedene Strategien, der Birne jetzt doch noch einen Array-Index zuzuweisen. Wir werden das später genauer betrachten. Hier nehmen wir die allersimpelste Strategie in diesem Beispiel und diese Strategie heißt Linear Probing. Hier wird jetzt zum ersten Mal die Bedeutung des ersten Arguments klar. Es bezeichnet die Nummer des Versuchs. Bisher haben wir immer schon beim ersten Versuch eine leere Array-Komponente vorgefunden, daher war dieser Index bisher immer 1. Jetzt müssen wir einen zweiten Versuch starten, vielleicht sogar noch einen dritten oder sogar noch mehr. Dementsprechend ist das erste Argument dann 2, 3 oder noch höher. Linear Probing ist ganz einfach. Wenn der erste Index schon besetzt ist, dann wird als nächstes beim Nachfolger geschaut, erster Index plus 1. Wenn auch der besetzt ist, dann wieder beim Nachfolger, erster Index plus 2 und so weiter. Wenn man beim letzten Index des Array angekommen ist, in unserem Beispiel also bei Index 12, dann fängt es wieder von vorne an bei 0. Das wird dadurch erreicht, dass das Ergebnis der Rechnung wieder modulo Array-Größe gesetzt wird. Für den Key Pear bedeutet das, nachdem der erste Index 8 schon besetzt ist, dass als nächstes am Index 9 geschaut wird. Der ist leer, also kann die Birne dort gespeichert werden und die Suche nach einem Index ist fertig. Erster Versuch für die Banane ist an Index 10, ist leer, also fertig. Key Apricot an Index 1 klappt auch sofort. Bei Key Plum ist der erste Index, die 10, schon besetzt. Linear Probing an Index 11 ist noch Platz. Key Peach an Index 0. Lemon an Index 6. Bis jetzt haben wir Methode Insert in Aktion gesehen. Jetzt fügen wir nichts mehr weiter ein, sondern betrachten Methode Find. Methode Find benutzt exakt dieselbe Funktion Groß F. Key Orange konnte gleich am ersten Index gespeichert werden bei Insert, also ist auch Find gleich beim ersten Versuch erfolgreich. Beim Einfügen von Key Plum stieß der erste Versuch auf Index 10, der schon mit Banana besetzt war. Dasselbe passiert beim Finden von Key Plum. Zuerst wird bei Index 10 geschaut und erst danach bei Index 11, wo Key Plum dann tatsächlich auch gefunden wird. Zum Abschluss suchen wir noch einen Key, den wir gar nicht eingefügt hatten, nämlich Mango. Der erste Versuch führt auf Index 1, da ist aber schon Apricot gespeichert. In diesem Moment wissen wir noch überhaupt nicht, ob Mango gespeichert ist oder nicht. Denn Mango könnte ja beim zweiten oder dritten oder noch späteren Versuch gefunden werden. Der zweite Versuch stößt auf eine leere Array-Komponente. Wäre Mango gespeichert, dann könnte das nicht sein, denn nehmen wir zum Widerspruch an, Methode Insert hätte Mango irgendwann früher eingefügt. Erster Versuch hatte nicht geklappt wegen Apricot, haben wir eben gesehen. Aber jetzt der zweite Versuch hätte geklappt, denn wenn jetzt beim Suchen von Mango der Index 2 noch frei ist, dann war er beim hypothetischen früheren Einfügen von Mango ebenfalls noch frei, weil er nie gelöscht wird. Dann wäre Mango aber genau hier gespeichert worden.
und da nie gelöscht wird, müsste Mango immer noch hier stehen. Widerspruch. Hash-Tabellen sind eine Implementation von Maps in ihrer einfachsten Form. Bei Maps geht es generell um Paare aus einem Schlüsselwert, Englisch Key, und einer zugehörigen Information, die wir Englisch Value nennen. Im Gegensatz zu anderen Algorithmen und Datenstrukturen, die wir bisher betrachtet haben, erfordert die Logik einer Map, dass jeder Key maximal einmal in einer Map vorkommt. Man kann ein solches Paar aus einem Key und einem Value mit Methode Insert einfügen. Und man kann dann mit Methode Find nach einem Key suchen und den zugehörigen Value zurückerhalten. Löschen ist in dieser einfachsten Form einer Map nicht vorgesehen. Und die Anzahl der zu speichernden Paare ist in unserer Bounded-Variante von Maps von vornherein beschränkt. So beispielsweise könnte das Interface einer Bounded Map in Java aussehen. Methode Find schaut nach, ob der übergebene Key in der Map enthalten ist. Falls ja, wird der zugehörige Value zurückgeliefert. Falls nein, ist die Rückgabe null. Die Exception wird geworfen, falls das Argument Key gleich null ist. Methode Insert schaut ebenfalls erst einmal nach, ob der Key in der Map enthalten ist. Falls ja, wird nur der alte Value mit dem übergebenen Value überschrieben und der alte Value zurückgeliefert. Falls nein, wird 0 zurückgeliefert und das Key-Value-Paar eingefügt. Die Null-Pointer-Exception wird von Insert geworfen, wenn Key oder Value gleich 0 ist. Da also insbesondere Value gleich 0 beim Einfügen von vornherein abgefangen wird, bedeutet Rückgabe 0 bei Find und Insert in jedem Fall, dass der Key noch nicht enthalten war. Die Already-Full-Exception ist selbst gebastelt und wird geworfen, falls die Bounded Map schon voll ist und deshalb kein neues Key-Value-Paar mehr eingefügt werden kann. Typischerweise ist die Maximalzahl der zu speichernden Werte ein Argument des Konstruktors in einer Klasse wie HashMap, die Map implementiert. Erwähnenswert ist der häufig in der Praxis auftretende Sonderfall, dass mit dem Key gar kein Value gespeichert werden soll. Die einzig relevante Information zu einem Key ist, ob er schon gespeichert ist oder nicht. Dann vereinfacht sich das Interface, wie hier gezeigt, und wir sprechen nicht mehr von einer Map, sondern von einem Set, Englisch für Menge. Da jeder Key maximal einmal enthalten sein kann, ist ein Set tatsächlich eine mathematische Menge. Die einzelnen Elemente einer Hash-Tabelle kann man beispielsweise durch eine Klasse mit Attributen Key und Value realisieren. Natürlich sollte diese Klasse generisch sein. Alternativ zu Public-Attributen könnten die Attribute auch private und jeweils durch eine Get- und eine Set-Methode zugänglich sein. In der Java API gibt es analog, aber leicht anders gestaltet, die Klasse map.entry. Jetzt die HashMap-Klasse selbst. Die eigentliche Hash-Tabelle wird einfach als Array realisiert und mit dem Argument nmax initialisiert. Attribut n, die Anzahl der aktuell gespeicherten Key-Value-Paare, wird bei der Einrichtung eines Objekts durch das Java-Laufzeitsystem implizit auf Wert 0 gesetzt, was auch der erwünschte initiale Wert ist. Wir müssen ja Keys auf Gleichheit testen. Die Definition dieses Tests soll möglichst nicht vorab festgelegt sein. Deshalb können wir für den Test auf Gleichheit nicht einfach Operator gleich verwenden, da dann auf jeden Fall Objektidentität getestet wird, niemals Wertgleichheit. Wir können auch nicht Methode equals verwenden, das legt uns auf die Implementation von equals für den Keytype fest. Wie beim Sortieren verwenden wir stattdessen Java util comparator, allerdings nur für den Test auf Gleichheit. Kleiner, größer interessiert uns nicht. Als erste Methode betrachten wir insert. Die Fortsetzungsbedingung lassen wir leer, also true, und gehen optimistisch davon aus, dass doch irgendwann eine leere Array-Komponente gefunden wird. Bei diversen Hash-Funktionen, wie etwa Linear Probing, können wir uns sogar darauf verlassen, solange die Hash-Tabelle nicht voll ist. Dass die Hash-Tabelle nicht voll ist, ist eine Vorbedingung für Insert, die in dieser einfachen Implementation von Insert nicht abgeprüft wird. In jeder Iteration wird erst einmal der nächste anzuschauende Array-Index mittels Hash-Funktion berechnet. Falls dieser Index noch leer ist, können wir das neue Key-Value-Paar an diesem Index speichern. Und wir geben 0 zurück zum Zeichen, dass der Key noch nicht gespeichert war. Der Fall, dass der Key gefunden wird, passt leider nicht auf dieselbe Folie. Also neue Folie mit dem zweiten Teil von Insert. Falls der Key am aktuellen Index gefunden wird, wird der zugehörige Value überschrieben und der alte Value wird zurückgeliefert. Dafür muss der alte Value kurz zwischengespeichert werden, da er sonst beim Überschreiben verloren ginge. Nur noch Methode Find
Wieder optimistisch leere Fortsetzungsbedingung, also true. Wieder als erstes Berechnung des nächsten Array-Index. Falls dieser Array-Index leer ist, wird 0 zurückgeliefert als Zeichen, dass der gesuchte Key nicht in der Hash-Tabelle gespeichert ist. Falls hingegen der Key an diesem Index gefunden wird, wird der zugehörige Value zurückgeliefert und fertig. Die Hash-Funktion muss natürlich abgestimmt sein auf den Typ der Keys. Wenn die Keys etwa ganze Zahlen sind, dann wird häufig dieses Schema hier angewandt. Der Key, also die ganze Zahl, wird mit einer großen positiven ganzen Zahl multipliziert. Damit das Ergebnis ein Index des Arrays ist, wird das Ergebnis noch modulo nmax genommen. Die typische Hash-Funktion für Strings haben wir schon im einführenden Beispiel gesehen. In dieser Form sind x1 bis xk die Zeichen im String. Jedes Zeichen wird als Zahl aufgefasst, in Java etwa durch die Unicode-Codierung. Diese Zahlen werden mit großen, positiven ganzen Zahlen multipliziert und dann aufsummiert und das Endergebnis natürlich wieder modulo nmax genommen. Bei Multiplikationen tritt sehr schnell Overflow ein, denn so groß sind die Wertebereiche von int und long nun auch nicht, von Shortcuts zu schweigen. Da bei Strings beliebig viele Produkte aufsummiert werden, ist ein Overflow praktisch vorprogrammiert und bei ganzen Zahlen natürlich auch ganz schnell möglich. Man kann das Problem für ganze Zahlen ganz gut lösen, indem man den Key zuerst modulo einer positiven ganzen Zahl nimmt, die multipliziert mit dem Faktor c keinen Overflow erzeugt. Sollte auch wieder eine Primzahl sein. Bei Strings sollte man dann zusätzlich jede Zwischensumme modulo nehmen. Alternativ kann man Overflow durch Verwendung von Big Integer auch von vornherein vermeiden. Wegen der höheren Laufzeiten der Methoden von Big Integer kann man aber nicht generell sagen, ob sich das lohnen wird. Die einfachste Version haben wir schon im einführenden Beispiel gesehen, Linear Probing. Der zweite Index ist einfach der nächste nach dem ersten Index. Der dritte ist der nächste nach dem zweiten Index und so weiter. Kommt diese Folge ans Ende des Arrays, also auf Index nmax-1, dann ist der nächste Index die 0. Dieser Rücksprung zum Index 0 kann durch modulo nmax wie in dieser Formel erreicht werden oder durch simple if-Abfrage. Falls aktueller Index gleich nmax-1, setze neuen Index auf 0, sonst setze neuen Index auf aktuellen Index plus 1. Linear Probing neigt zu Clustern von besetzten Indizes ohne Lücken dazwischen, sodass sehr viele Versuche nötig sind, um einen freien Index zu erreichen. Das können wir gut auch in einem Schnappschuss aus dem einfachen Beispiel sehen. Hier wird gerade Lemon an Index 6 eingefügt. Wenn die nächste Obstart zufällig wieder an Index 6 einzufügen ist, dann muss Linear Probing 7 Versuche machen. Wenn es stattdessen zufällig Index 7 ist, immer noch 6 Versuche, bei Index 8 noch 5 Versuche und so weiter. Und jeder dieser Fälle führt dazu, dass Index 12 belegt wird, sodass ein Riesencluster mit insgesamt 9 besetzten Indizes entsteht. Quadratic Probing gemäß dieser Formel vermeidet solche Cluster schon ganz gut, denn wenn derselbe Index beispielsweise erster Versuch bei einem Key und zweiter Versuch bei einem anderen Key ist, dann kommt der nächste Versuch bei beiden Keys auf unterschiedliche Indizes, da die Schrittweite bei jedem Versuch eine andere ist. Aber wenn zwei Keys denselben ersten Index haben, haben sie auch denselben zweiten Index und denselben dritten Index und so weiter. Jeder neue Key mit demselben ersten Index verlängert diese Kette von besetzten Indizes. Außerdem kommt hinzu, dass nicht unbedingt alle Array-Indizes durchlaufen werden. Das heißt, es kann noch leere Indizes geben, aber sie werden nicht gefunden. Erfahrungsgemäß besser ist eine Variation von Linear Probing, bei der die Schrittweite zwischen zwei Indizes nicht 1 ist, sondern vom Key abhängt, nämlich selbst das Ergebnis einer Hash-Funktion F2 ist. Noch besser ist dieser Ansatz. Für den ersten, zweiten, dritten Versuch und so weiter wird jeweils eine ganz andere Hash-Funktion verwendet. Damit das nicht zu kompliziert zu programmieren ist, bauen wir nicht für jeden Versuch eine ganz andere Formel auf, sondern wir verwenden immer dieselbe Formel in jeder Hash-Funktion, nur mit unterschiedlichen Faktoren zur Multiplikation mit dem Key. Die Komplexität der Methoden Insert und Find ist schwer zu greifen. Der Worst Case ist einfach, aber deprimierend. Insert und Find können im schlimmsten Fall alle Array-Indizes durchlaufen, also linear in nmax. Aber das kann es irgendwie nicht alles sein, denn diese Abschätzung bekommen wir schon hin, wenn wir die Key-Value-Paare irgendwie beliebig im Array verteilen. Die Frage ist, ob es nicht vielleicht im durchschnittlichen Fall besser geht. So gut, dass der Einsatz von Hash-Tabellen sich doch lohnt. Immerhin werden Hash-Tabellen in unzähligen Programmen verwendet. Warum? Die Antwort, ob noch etwas geht, ist wie üblich ein klares Jein. Was heißt hier Jein? Es heißt, dass wir vereinfachende, unrealistische Annahmen machen müssen,
um eine mathematisch beweisbare Abschätzung hinzubekommen. Frei nach dem Pipi-Langstrumpf-Prinzip, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Wir werden sehen, dass diese Annahmen zwar unrealistisch sind, aber in der Praxis trotzdem gut näherungsweise erreichbar sind. Bevor wir die beiden Annahmen präsentieren, hier schon einmal die Umstände, unter denen diese Annahmen nach aller Erfahrung tatsächlich näherungsweise erfüllt werden. Der eine Punkt ist, bei jedem Versuch eine andere Hash-Funktion zu wählen, wie wir das eben gesehen haben. Die Hash-Funktionen müssen nicht unterschiedlich strukturiert sein. Wir haben ja gesehen, dass die Keys verarbeitet werden, indem sie mit positiven ganzen Zahlen multipliziert werden. Unterschiedliche Faktoren für die Multiplikation reichen schon für den ersten Punkt. Der zweite Punkt bedeutet Primzahlen, ausreichend große Primzahlen. Am Ende wird modulo R-Größe genommen. Wenn alle Faktoren und die R-Größe ausreichend große Primzahlen sind, dann verhalten sich die Hash-Funktionen beinahe so, als ob sie den Annahmen entsprechen würden. So, nun die beiden Annahmen. Mit der ersten Annahme verlassen wir die Realität. Natürlich ist die Funktion f durch und durch deterministisch, denn wäre hier Zufall im Spiel, dann könnten wir mit Methode find ja gar nicht dieselbe Folge von R-Indizes wie mit Methode insert durchlaufen und damit das Key-Value-Paar wiederfinden. Aber hier kommt das Wort hash ins Spiel. To hash heißt zerhacken. Gute Hash-Funktionen zerhacken die Keys so stark, dass die Indizes wild über das Array streuen, sodass das Ergebnis kaum von einem Zufallsergebnis unterscheidbar ist. Die zweite Annahme ist eine Standardannahme in der Wahrscheinlichkeitstheorie. So wie zwei Münzwürfe unabhängig voneinander sind, so sollen auch die einzelnen Array-Indizes unabhängig voneinander sein. Wir betrachten die Komplexität der Suche nach einem Key, der in der Hash-Tabelle momentan nicht vorhanden ist. Das reicht für eine generelle Abschätzung der Komplexität von Insert und Find nach oben, denn Suche nach einem nicht vorhandenen Key ist sicherlich mindestens so aufwendig wie die Suche, wenn der Key vorhanden ist. Diese Formel ist eine unmittelbare Folge aus der ersten Annahme, nämlich dass die Hash-Funktion gleich verteilte Zufallsgrößen auf den Array-Indizes sind. Bei n von n max besetzten Indizes ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Hash-Funktion einen besetzten Index berechnet, natürlich n geteilt durch n max. Bei dieser Formel geht jetzt die zweite Annahme mit ein. Die angenommene stochastische Unabhängigkeit erlaubt es, die Wahrscheinlichkeiten für den ersten und den zweiten Versuch zu multiplizieren. Diese Logik setzt sich auf den dritten Versuch fort. So sieht dann konsequenterweise die Formel für eine beliebige Anzahl k von Versuchen aus. Bis jetzt haben wir die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass mindestens die ersten k Versuche auf besetzte Indizes stoßen. Jetzt machen wir daraus die Wahrscheinlichkeit, dass genau k Versuche auf besetzte Indizes stoßen, der k plus erste Versuch also auf einen unbesetzten Index stoßt. Das ist der neue letzte Faktor. Wegen der Annahme der stochastischen Unabhängigkeit dürfen wir wieder multiplizieren. Das erlaubt uns nun, den Erwartungswert für die Zahl der Versuche zu berechnen, also die mittlere Anzahl von Versuchen. Der Erwartungswert ist die Summe über alle möglichen Fälle, jeder Fall multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit seines Eintritts. Der Fall in jedem Summanden ist, dass der k plus erste Versuch der erste ist, der auf einen unbesetzten Index stößt, also k plus 1 Versuche nötig sind. Die Wahrscheinlichkeit für diesen Fall haben wir auf der letzten Folie gesehen, das ist jetzt hier als Faktor hinter dem k plus 1 eingefügt. Wir wollen die Anzahl Summanden offen lassen und summieren dafür einfach bis unendlich auf, das ergibt immer noch eine Oberschranke für den Erwartungswert. Eine einfache Anwendung des Quotientenkriteriums ergibt, dass diese Reihe konvergiert. Was folgern wir daraus? Für alle Keys ist der Erwartungswert Versuche nach oben durch denselben endlichen Wert beschränkt, nämlich den Grenzwert der Reihe. Dieser Wert ist unabhängig von n und unabhängig von n max. Er ist nur abhängig vom Füllgrad n geteilt durch n max. Damit ist die Anzahl Versuche bei festem Füllgrad in O von 1. Die Hash-Tabelle implementiert die abstrakte Datenstruktur BoundedMap, speichert also eine begrenzte Zahl von Schlüsselwerten mit jeweils zugehöriger Information, hier genannt Value. Einfügen und Suchen wird unterstützt, Löschen nur in komplexeren Varianten der Datenstruktur, die wir hier nicht betrachtet haben. Eine Hash-Tabelle ist einfach ein Array. Die Komponenten sind die Key-Value-Paare. Beim Einfügen eines Key-Value-Paares werden nacheinander verschiedene Array-Indizes berechnet, bis entweder der Key dort gefunden wird, also schon gespeichert war, oder bis ein freier Platz gefunden wird. Beim Suchen eines Keys werden exakt dieselben Array-Indizes durchlaufen, bis der Key gefunden wird oder bis ein freier Platz gefunden wird. Im zweiten Fall ist der Key garantiert nicht in der Hash-Tabelle. Berechnung eines Index heißt Anwendung einer Hash-Funktion.
Grundlage der gängigen Hash-Funktion ist, dass der Key als ganze Zahl oder wie bei Strings als Tupel von ganzen Zahlen aufgefasst werden kann. Durch arithmetische Operationen wird aus dem Key eine ganze Zahl generiert, die modulo Array-Größe dann der Array-Index ist. Die einfachste gängige Hash-Funktion für ganze Zahlen als Keys multipliziert den Key mit einer großen ganzen Zahl. Bei Strings werden alle Zeichen mit großen ganzen Zahlen multipliziert und die Produkte aufaddiert. Bei Linear Probing ist der nächste Index immer eins weiter als der vorherige Index. Wenn das Ende des Arrays erreicht ist, fängt das Probing wieder bei 0 an. Linear Probing neigt zu Clusterbildung und damit zu unnötig vielen Versuchen. Bei Quadratic Probing ist die Schrittweite immer das Quadrat der Nummer des Versuchs. Quadratic Probing neigt weniger zur Clusterbildung als Linear Probing, denn wenn man mit zwei unterschiedlichen Keys auf denselben Index kommt, dann ist der nächste Index bei beiden Keys nur dann wieder identisch, wenn es bei beiden Keys dieselbe Nummer des Versuchs war. Beim Double Hashing ist die Schrittweite beim Probing zwar konstant, aber von Key zu Key unterschiedlich, nämlich das Ergebnis einer zweiten Hash-Funktion. Empfehlenswert ist, für jeden Versuch eine eigene Hash-Funktion zu definieren, zwar alle mit derselben mathematischen Struktur, aber mit unterschiedlichen Faktoren für die Multiplikation. Mit geeigneten Hash-Funktionen kann man eine Streuung über die Hash-Tabelle erreichen, die kaum noch unterscheidbar ist von einer reinen Zufallsverteilung. In diesem Fall ist die Komplexität näherungsweise identisch der, natürlich nur virtuell zu sehenden, Komplexität bei einer echten Zufallsverteilung. Letztere ist im Mittel konstant.